Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico 6 hier bei Heisenberg Zockt. So, ja, diese Folge, die nehme ich jetzt nochmal auf, falls ihr den Community-Tab gesehen habt. Ich habe zwei Folgen aufgenommen gehabt, für Freitag und Samstag. Die waren aber beide komplett asynchron, da war überhaupt nichts mehr zu retten. Wahl zu haben, oder? Nehmen wir an, da war gar nichts mehr zu retten. Deswegen sind die leider ausgefallen, sorry nochmal dafür. Jetzt versuche ich das nochmal und welche, die sind ja auch asynchron. Dann gibt es dann aber irgendwann mal irgendwie, ihr werdet auch nicht. Nein, ja, da muss ich ja gucken, wie ich es mache. Bis jetzt gab es nie Probleme, auch nicht mit dem Aufnahmeprogramm. Keine Ahnung, was das war. Hier oben sehe ich die Anzeige von der Aufnahme. Also das sieht da nicht alles normal aus, dann müsste das auch normal sein. Aber jetzt egal, wen interessiert die Aufnahme, wir wollen jetzt spielen. Gut. Wir haben 13.000, wir könnten eigentlich durchaus was machen. Jetzt müssen wir das mal nochmal durchgehen. Weltkrieg erreichen, ist klar. Die Revolutionäre, da haben wir eben die 60 haben wir jetzt durch das Häusle bauen sozusagen bekommen. Wir müssen aber noch dafür sorgen, dass ein Prozentsatz der Bevölkerung Revolutionäre unterstützt. Mhm. 57 von 60. Jetzt ist die Frage, wie man das macht. Ich würde sagen, wir schnappen uns aber mal irgendwie einen Fußgänger oder irgendwie sowas, falls wir gerade einen haben, da hinten. Der Kollege, der war schon wieder in der Kneipe, so wie es aussieht. Was können wir jetzt mit dir machen? Festnehmen, Unfall und bla 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 und bestechen. Ja, das bringt aber nichts, weil wir müssen den dazu bringen, dass er vielleicht zu den Revolutionären... Der ist schon bei den Revolutionären, okay. Tut mir nehmen wir dich. Leid. Heute bitte nicht. Auch Revolutionäre? Die sind doch alle schon da, wo sie hingehören. Haben wir irgendwo Leute, die das nicht sind, damit ich mal gucken kann, was ich da machen kann? Hab ich was vergessen? Nein, nein. Auch revolutionär, okay. Verzeihung. Auch revolutionär. Ja, wie sollen wir denn hier auf 60 kommen, wenn die eh alle schon, Kann ich helfen? Da, guck mal, die sind alle schon. Von wegen Ansichten und so weiter. Gibt's hier auch irgendjemanden, der nicht bei den Revolutionären ist? Da, sie. Okay, wie kriege ich jetzt dich? Dazu da. Die Zustimmung des Bürgers, ja, das ist aber, wahrscheinlich um uns zu wählen und nicht für was anderes. Da können wir nichts machen. Ja, und hier, das bringt alles irgendwie auch nichts. Und eben bestechen, töten, nein, bringt tatsächlich nichts. Vielleicht, was man natürlich machen könnte, dass wir mal eine Zeitung bauen. Das können wir, weil bei der Zeitung kann man, wenn ich mich richtig erinnere, eben tatsächlich einstellen, dass man die Leute irgendwie ein bisschen, ja, manipuliert geradezu. Gut, wo stellen wir dich hin? Man sieht ja den blauen Kreis außenrum. Wisst ihr, was ein bisschen blöd ist, wenn man schon mal eine Folge aufgenommen hat, die gleiche? Ich habe da zwar was anderes gemacht, aber ich weiß dann nicht mehr, habe ich irgendwas schon erzählt, was ich erzählen wollte? Oder, ja, ist das halt jetzt verloren gegangen? Also wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was ich schon mal erzählt habe, in irgendeiner Form, dann tut mir das leid, dann war ich nicht mehr sicher, ob ich schon gesagt habe. Jetzt aber egal, wohin mit der Zeitung? Hat doch gar noch hier hingepasst, jetzt passt sie nicht mehr hier hin, come on. Was ist das denn? Das ging doch gerade noch. Das wäre nämlich ideal hier. Keine Frage. Dann könnten wir hier den ganzen Bereich abdecken. Wobei, ja, hier geht's halt auch nicht. Doch, hier geht's. Da hätten wir eigentlich den größten Teil auch noch. Dann haben wir die Häuser da hinten noch. Okay, dann gibt das hier mal eine Zeitung. Und wie gesagt, das testen wir jetzt einfach mal. Irgendwo kann man da, glaube ich, tatsächlich einstellen, dass je nachdem gewisse Leute dazu beeinflusst werden. Nein, dass sie beeinflusst werden, etwas Bestimmtes zu tun oder zu wählen. Gut, Fisch herstellen läuft. Wir haben hier genug von den Teilen. Die Krone-Handelsroute, das ist eine Exporthandelsroute, die müssten wir eigentlich auch haben. Krone, Export Fisch, Gold etc., das passt eigentlich. Ich würde gerne mal noch mal eine Handelslizenz kaufen. 15.000, da müssen wir erst ein bisschen Geld haben. Wie sieht es hier aus? 13.000. Okay, vielleicht nochmal ein Transportbüro bauen? Das kann eigentlich nie schaden, das habe ich schon mal gesagt. Wir haben zwar wirklich genug, glaube ich. Da haben wir Transportbüros, wir haben eigentlich überall Transportbüros. Nee, dann lassen wir das mal für den Moment bleiben. Hier haben wir Baumwolle, das funktioniert. Da sieht man hier 50% Effizienz, mehr kriegen wir nicht raus. Ganz einfach, weil der Boden nicht mehr hergibt. Und hier hätten wir eigentlich noch Platz, dass wir hier noch was hinstellen. Dann lasse ich mich mal schnell gucken. Plantage. Kakao zum Beispiel, ja, wäre sogar gelb. Ich glaube, Kakao pflanzen wir nämlich tatsächlich noch nicht an. Wir machen es mal so. Ich weiß, wir kriegen hier nicht das ganze Feld hin, aber dann wird das halt abgeschnitten. Aber wenigstens kriegen wir das hin, weil sonst haben wir im Prinzip den Platz verschenkt. Das ist eine relativ kleine Insel. Da müssen wir tatsächlich haushalten mit dem Platz. Hier oben hätten wir auch noch ein bisschen was. Da stellen wir hier doch auch noch mal was hin. Auch noch mal eine Plantage.
Gummi haben wir mit Sicherheit noch nicht. Ja, wenn man hier guckt, hier ist halt der Holzfäller noch. Und hier sind zwei Holzfäller, das ist natürlich blöd. Wenn wir jetzt hier die Farm hinstellen, nehmen wir dem im Prinzip den Platz weg, wo er die Bäume fällen kann. Aber sonst haben wir tatsächlich keinen Platz mehr. Ja, nee, haben wir nicht. Zumindest nicht für Gummi. Banane ist auch rot. Ich gucke gerade hier wegen diesem Bereich. Ja, Ananas könnte man hier noch hinstellen. Dann stellen wir hier doch noch, zack, ein paar Ananas hin. Das ist ja wieder Nahrung. Das kann auch nicht so verkehrt sein. Gut, passt. Wie sieht es bei euch aus? Überfall, jawohl, läuft. Das funktioniert alles. Jetzt haben wir wieder Minus, aber da kommt gerade das Schiffchen und bringt uns 18.000 bei 5,7 Minus. Perfekt. Forschung haben wir noch abgeschlossen. Aha, da sind wir jetzt aber hier dran. Okay, und viel mehr können wir dann langsam aber sicher nicht mehr erforschen. Vielleicht nochmal Zirkus. Gut, Zirkus haben wir natürlich auch keinen. Jetzt haben wir 10.000. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal noch einen Zirkus hinstellen. Weil viel haben wir nicht mehr, was wir hinstellen können. Gesamtzufriedenheit. Ja, der Spaß darbt. Die Gesundheitsversorgung, da können wir nichts machen, weil wir können keine Klinik bauen. Zumindest nicht im Moment. Beim Glauben könnte man noch ein bisschen was tun. Der Rest sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber ja, am ehesten was machen können wir tatsächlich beim Spaß. Und das wäre hier Kollege Zirkus. Warum nicht zum Beispiel hier oben hin? Ich glaube nicht, dass die den Holzfällern hier in die Quere kommen. Wenn wir das so hier hinstellen, zack, dann müsste das doch klappen. Die brauchen, glaube ich, keinen Straßenanschluss. Ist aber trotzdem natürlich nicht so schlecht, wenn sie einen haben. Hier mal schön gebogen. Dann hier runter. Und irgendwie hier nach hinten wäre die Idee gewesen. Nämlich so. Da rein. So, passt. Bitte bauen. Die Zeitung steht. So, jetzt wird's spannend. Können wir hier irgendwas machen? Offener Geist. Der Unabhängige. Was macht der offene Geist? Basiseinstellungen. Unabhängige. Bürger, die in der Nähe der Zeitung leben, haben jedes Mal, wenn sie sich ausruhen, eine Chance von... Oh, guck mal. Tatsächlich revolutionär. Aha. Hatte ich die richtige Nase. Hier verdienen wir einfach Geld. Ja, das machen wir natürlich. Wie geht das genau, wenn sie sich ausruhen, okay? Eine Chance von 25%, ihre politischen Ansichten zur revolutionären Fraktion zu ändern. Wirkt nicht auf fanatische Ideologien. Okay, stellen wir hier auf unabhängig. Und damit wir hier vorwärts kommen, baue ich doch glatt nochmal so ein Teil. Medien, Medien, Medien. Nochmal eine Zeitung. Und stelle das irgendwo hin, wo auch noch Leute leben, wo wir den blauen Kreis nicht haben. Das wäre dann tatsächlich... So wie es aussieht, hier irgendwo. Passt wieder nicht hin. Irgendwas ist da wieder krumm. Schade, wäre wieder ideal hier. Da passt es auch nicht hin. Passt gar nirgends hin. Hier hinten ist eigentlich auch okay. Da haben wir auch den ganzen Bereich abgedeckt. Vielleicht sogar noch ein bisschen in die Richtung. Ne, dann verlieren wir da unten das Landhaus. Dann machen wir das so. Zack, bitte bauen. Stellen wir hohe Priorität ein. Müssen wir gar nicht, weil wir haben genug Baubüros und keine Bauaufträge. Zumindest keine wuchtigen. Okay, ja, gut. Der Zirkus, der dauert natürlich auch noch ein Momentchen. 17.000. Ja, ja, also finanziell sieht das nicht schlecht aus. Wir müssen... Ja, im Prinzip wollen wir mal schneller stellen, damit wir hier auch ein bisschen vorwärts kommen natürlich. Jetzt haben wir hier wieder einen Punkt verloren. Jetzt haben wir ihn gerade wieder gewonnen. Okay. Ist das eine Person, so ein Punkt? Das kann sein. Oder ist das eine Prozent? Ja, das ist eine Prozentangabe. Okay. Gut. Ja, lassen wir so. Dann lassen wir das Schiffchen mal kommen. Da düsen sie mal hier rein. Bitteschön. Dankeschön. Gemeinsam mit dem Volk werden wir alle... Wir nehmen mal nochmal Leute. Würde ich vorschlagen. So. Ach, da kommt das Schiff erst jetzt daher. Ich dachte, das sei schon hier. Okay, düsen mal rein. Überfall abgeschlossen. Ja, da ist so eine Handelsroute verfügbar. Das haben wir auch abgeschlossen. Sehr gut. Wir wollen wieder exportieren und zwar gerne Gold. Und dann machen wir jetzt mal 3.000, damit wir nicht die ganze Zeit hier wieder neu einstellen müssen. Ich bin froh. Mandatszeit verlängern. Wir sind bei 8 Jahre. Bei 8 Jahren. Sehr gut. Gefällt mir. Dann können wir hier mit dem Tempo zumindest vorübergehend wieder runter. Wow, 21.000. Jetzt wird es aber besser hier langsam. Wie sieht das aus mit den Obdachlosen? Neunmal arm. Einmal gut situiert, das heißt, ich baue mal nochmal zwei Landhäuser. Luxuswählen könnte man natürlich auch freischalten, werde ich aber für den Moment noch lassen. Ja, das geht nicht, aber so quer geht. Zack, zack, da haben wir die beiden Landhäuser und dann gibt es noch zweimal. La Baracke. Einmal hier und vielleicht nochmal hier hinten. So, irgendwo da hinten. Zack, dort. Gut, das hätten wir auch.
Und jetzt, was machen wir denn mit dem restlichen Geld? Wir haben eigentlich nichts mehr, was wir groß machen können. Hier, die Luxusvilla freischalten. Hier haben wir alles. Das könnte man noch freischalten. Ja, dann machen wir das Theater mal noch. Okay. Zack. Und ein Theater irgendwo hinstellen. Vielleicht nicht gerade hier oben, wo bereits der Zirkus ist. Hier hinten. Gibt es da auch so einen Radius irgendwie? Doch, wahrscheinlich schon. Aber man sieht ihn nicht. Aber ich glaube, das wäre nicht so falsch hier. Zack. Passt. Gut. Arbeiten hier Leute. Oh, oh, oh. Hau mal noch mit dem Budget rauf. Ich muss nochmal kontrollieren. Ja, hier auch nochmal einen dazu. Und ja, den Zirkus haben wir noch gar nicht betrachtet. Aber den kennen wir natürlich von den vorhergehenden Inseln. Schön. Mit Karussell. Und das dreht sich sogar. Ist ja süß. Cool. Gut. Eben. Weiter gucken schnell wegen den ganzen Bergwerken. Hier hinten ist noch eins. Ja, das sieht auch nicht wirklich gut aus. Gehen wir hier auch mal rauf mit dem Budget. Da ist noch eins. Das ist besser. Und dann haben wir... Wo haben wir denn noch welche? Da hinten ist noch so ein Ding. Das ist auch in Ordnung. Solange nur einer fehlt, ist okay. Aber wenn da nur zwei arbeiten, das ist natürlich zu wenig. Das heißt auch, dass wir dann einfach viel weniger Geld verdienen. Das ist ganz klar. Gut, wie sieht es hier aus bei den Revolutionären? Wir sind bei 58. Da müssen wir uns, glaube ich, einfach Geduld haben. Oder bringt das irgendwie was? Hier hinten haben wir natürlich auch noch Wohnungen. Wenn wir hier nochmal eine Zeitung bauen. Medien. Ja, das bringt definitiv was. Okay. Dann machen wir hier mal noch eine Zeitung hin. Und jetzt hier hinten, wenn die schon steht, müssen wir natürlich noch das Richtige einstellen. So, nicht offener Geist, sondern der Unabhängige wäre das. Sehr gut. Dann müssen wir das hier, glaube ich, auch erreichen. Relativ bald schon. Hier haben wir 16.000 und Kollege Schiffchen, ich höre dich doch. Ja, ist da hinten, dauert noch ein Momentchen. Das funktioniert also auch. Haben wir Arbeitslose? Ich glaube nicht. Doch, 8 Stück. 8 Ungebildete. Für euch hätte ich einen Job, wenn ich es bauen kann. Ihr ahnt, was kommt. Genau. Doch, nochmal ein Transportbüro. Und zwar gerne hier hinten irgendwie. Nämlich so. So, bitte schnell bauen. Dankeschön. Hier nochmal kurz kontrollieren. Jawohl, da wird immer noch gejagt und gemacht. Bestens. Meldungen von wegen, dass wir irgendwie keine Rohstoffe haben. Das Volk hat ein An. Haben wir gerade nicht. So wie das aussieht. Nee. Wie sieht es eigentlich? Da. Ja, ganz klar. Die haben wieder keinen Zucker. Importieren wir denn noch zweimal Zucker? Was habe ich denn jetzt hier eingestellt? Doch. Wir haben zweimal Zuckerimport. Das ist offensichtlich immer noch zu wenig. Ist ja interessant. Naja. Können wir nur laufen lassen. Vielleicht bessert es eben, wenn wir auch nochmal zusätzlich eben das Transportbüro da hinten haben. Dann haben wir wieder mehr Leute, die hier die Sachen rumbringen. Während ich jetzt gerade nochmal kurz auf die Aufnahme geguckt habe, irgendwie... Nee, das passt. Also von den Frames her passt. Ich bin richtig gespannt. Wie kann denn zweimal eine Folge... Also wir können zwei Folgen asynchron sein und vorher ging es immer. Das verstehe ich schon nicht. Das ist einfach irgendwie die Technik halt. Gut, bitte klöppeln. Schneller Bau, dankeschön. Dann haben wir das Theater. Altes Haus. Ich habe schon wieder eine Handelsroute mit denen. Diesmal eine Importhandelsroute. Wir haben hier aber nichts mehr, was wir machen können. Kann ich hier die Lizenz kaufen? Ne, nicht mit 3000. 15.000 ist halt schon happig. Einiges bisschen. Oh, da geht gerade das Schiff. Da hat er aber nicht allzu viel an Geld dagelassen. Das ist dann eher wieder schade. Und wir können halt, da wir hier nichts haben, können wir nicht mal die Krone etc. fragen, ob sie uns noch was geben. Da haben wir keine Chance. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Das müsste doch hier dann mal langsam klappen. Die Zeitung steht sie. Ja, bald. Ist im Bau. Hier in der abendlichen Sonne. Aha, da wird sie gerade enthüllt. Sehr gut, dann können wir die nämlich auch schnell umstellen. Verlaufen. Ich wollte schnell gucken. Warum steht denn hier nicht, was der... Hier steht bei ihm hier nicht, wo er, ja, zu wem er hält, sozusagen. Egal, wir stellen hier um. Der Unabhängige passt. Okay, dann werden die hier auch entsprechend beeinflusst, zumindest wenn sie gerade ruhen. Königstreuer, stark. Das heißt also, das wäre zum Beispiel ein Kandidat, der hier je nachdem nochmal umgepolt werden könnte. Wir brauchen ja nicht alle, wir brauchen einfach diese 60%. Und 58 haben wir. Da kommt wieder Kollege Schiff und bringt... 9.000, es lässt doch irgendwie ein bisschen nach hier, muss ich sagen, mit den Finanzen. Vielleicht doch zu wenig Transportbüros, wir haben gerade nochmal eins hingestellt. Steht das schon? Nein, da sind sie tatsächlich noch am Bauen.
Wahrscheinlich kommen sie hier gerade. Das ist natürlich auch ein weiter Weg, wenn sie hier immer noch mit ihren komischen Schubkarren unterwegs sind. Ja, bist du ein Bauarbeiter? Ich denke mal ja. Ja, geht da rein. Was denkst du gerade? So ein Käse muss arbeiten. Was? Ich werde sterben, bevor ich einen Arzt finde. Ja, tut mir leid, aber wenn du halt nichts bauen könnt, guck mal, das kann ich euch sogar beweisen. Also nicht mal euch da draußen, liebe Zuschauer, sondern eher ihm hier unten. Da, Klinik. Ab Weltkriege verfügbar. Also, dann können wir auch kein Krankenhaus bauen, wenn wir keine Klinik bauen können. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir kein Geld haben, sondern da unten steht ab Kriege verfügbar. Ab Weltkriege verfügbar. Also, können wir nicht bauen, da müsst ihr selber gucken, dass er gesund bleibt. So, baut mal. Und dann müssen wir eigentlich die Arbeitslosen auch weg haben. Da haben wir schon wieder einen mehr. Und jetzt haben wir hier wieder Obdachlose bekommen. Mit minus 9000 muss ich aber nicht versuchen, was zu bauen. 18, ja, jetzt bessert es wieder. Gut, machen wir doch einfach wieder ganz einfach Folgendes. Dass wir hier wieder ein bisschen Stoff geben. Jetzt haben wir wieder Entwicklungshilfe bekommen. Sehr gut. Mal gucken, was der Frachter bringt. Ja, ordentlich. 14.000. Dann gehen wir hier wieder runter. Und dann werden wir hier glatt nochmal kurz was bauen. In Sachen Häusern. Ja, halt nochmal die Baracke. Und warum nicht hier hinten? Wenn sie hinpasst, sie passt. Zwei Stück hier, einmal hier. Und einmal noch gerne, ja, da hinten. So, dann haben wir da vier Stück installiert. Bitte bauen und dann sollte das hier in die Gänge kommen. Das hier bewegt sich halt einfach für meinen Geschmack zu wenig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und sonst, jetzt, wir waren ja am gucken, was wir noch hinstellen können. Das haben wir alles gemacht hier. Okay, das haben wir auch alles gemacht. Hier fehlt eigentlich nur die Luxusvilla. Für reich oder wohlhabend, aber da haben wir, glaube ich, gar keine Obdachlosen. Das Opernhaus fehlt noch. Das haben wir. Hier können wir nicht. Hier Kapelle, kleiner Laden haben wir auch. Hier Fort haben wir, glaube ich, auch. Kerker haben wir ja auch. Das war eine Aufgabe. Hier die Plätze. Ja, wir haben eigentlich bis aufs Theater und diese Luxusvillen alles gemacht. Vielleicht tatsächlich das das Opernhaus. Ich würde sagen, wir stellen mal so eins noch hin. Wow, das hat schon ein ordentliches Teil, das muss man sagen. Und das passt hier unten natürlich wieder nicht hin. Vielleicht hier oben. Oh, da haben wir noch eine Meldung. Irgendwie so. Geht nicht. Platz bereits belegt. Echt jetzt? Hier hinten geht's. Tut das dem Wald irgendwie weh? Hier oben ist halt nichts. Nee, das ist irgendwie doof. Das soll ja auch einen gewissen Einflussbereich haben. Beziehungsweise ausleben können. Geht auch nicht. Hier geht nicht. Ist auch für das Teil zu breit. Und hier... hier ebenfalls. Und da sind wir wieder so weit hinten. Ja, das geht echt hier. Es passt aber nirgends hin. Es ist unglaublich. Entweder vorne zu dick oder hinten. Halt, hier war was. Hier wird es gehen. Aber dann schneiden wir das Feld da noch mehr ab. Und hier wird es auch gehen. Aber dann schneiden wir eben, wie gesagt, die Felder ab. Das möchte ich tatsächlich auch nicht wirklich. Machen wir dich hier hinten. Mal gucken, wo du hinpasst. Nämlich hier. Zack. Das ist eine ordentliche Investition. Ganz klar. Jetzt sind wir deswegen nämlich wieder im Minus. Aber... ja, wir können ja sonst mit dem Geld in dem Sinne nichts anfangen. Ja, geht leider nicht. Dann haben wir hier einfach noch die Straße. Gut, hier wird eigentlich noch ein Haus dazwischen passen. Das kann ich aber wahrscheinlich nicht bauen. Doch, ein Landhaus. Okay, wenigstens eins. Und dann sollte eigentlich auch diese Wohnungsnot beseitigt sein. Hoffe ich doch mal stark. So, minus 9000. Ihr wisst, was passiert. Genau, wir geben hier wieder volle Pulle. Wo ist das Schiffchen? Das sieht ein bisschen aus, als würden sie fliegen hier. Hier ist das Schiffchen. Gut. Ja, ordentlich Betrieb. Das ist natürlich alles, wie soll ich sagen? Ja, das sind alles Transportunternehmen, die Waren bringen. Nicht von Transportbüros, sondern vom Hafen. Sehr cool. Das heißt, das müsste hier eigentlich, ja, wollte ich gerade sagen, das müsste hier eigentlich wieder relativ gut gefühlt sein. Ja, wobei wir hier auch ordentlich Minus haben. Und ja, wenn wir hier wieder bei minus 50.000 landen, dann kommt wieder Penultim und sagt Tschüss. Das wär nicht so schön. Das müssen wir hier tatsächlich wieder in den Griff kriegen, dass wir nicht so tief ins Minus kommen. Das heißt, wir müssen noch mehr verdienen. Gouverneur, gemeinsam. Ja, deswegen nehmen wir mal die 2000 hier noch mit. Das bewegt sich hier einfach nicht wirklich. Kann man da sonst noch was machen? Ich meine, wir haben jetzt Zeitungen, die sind alle so eingestellt, dass sie die Leute beeinflussen.
3000. Können wir? Moment, wo hatten wir das gleich nochmal? Nicht genug Handelslizenzen, genau. Halt, ich wollte eigentlich eine weitere kaufen. Hier hat nur das. Nee, geht leider nicht. Mit plus 3000. Nee, da kommt man nicht auf den grünen Zweig. Was das angeht, schade dafür. Hat die Destillerie wieder Zucker. Sehr gut, die können wieder rumproduzieren. Das freut die Einheimischen. Und das freut auch ein bisschen die Staatskasse, wenn wir das exportieren. Gut, haben wir sonst noch was? Hier hinten nochmal schnell gucken. Ja, ist doch in Ordnung. Stellen wir hier mal nochmal zwei, drei Sachen ein. Nicht, dass die dann irgendwann leer sind. Ich glaube, die sind gekoppelt. Ja, ja, da ist bei allen das Gleiche. Das wird einfach schneller laufen, wenn man vier Stück hat. Also, dass man die Aufträge sozusagen ein bisschen schneller abwickeln kann. So, wir haben wieder 500. Und wo ist der Pott? Ach, der fährt gerade weg. Das ist natürlich doof. Da kommt aber schon der nächste. 10.000, 11.000. Ich frage mich halt, wird es was bringen, hier vorne noch einen Hafen hinzustellen? Oder vielleicht auf die Seite? Da müssen sie nicht alles hier außen rum bringen. Aber es geht ja nichts verloren. Ich gucke mal schnell. Können wir das überhaupt bauen, wenn es ums Geld geht? Ne, das ist das falsche Teil. Moment, ich brauche eine Hafenanlage. Ne, die geht nicht. Die kostet 10.000. Heiliges bisschen. Dass wir die vielleicht hier hinstellen. Dann müssen sie mit dem, was sie hier produzieren, nicht erst einmal hier außen rum düsen. Das wäre so ein bisschen meine Idee. Okay, 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 okay. Ja, viele haben wir ja nicht mehr. Wir müssen mal weiterkommen. Ich gucke mal ganz schnell. Das kann man doch gucken, wenn man hier klickt. Ihre Mandatszeit als Gouverneur ist begrenzt. Wir sind bei 6 Jahren. Das ist okay. Schließen Sie Forderungen der Krone ab. Das machen wir die ganze Zeit. Das sind die Handelsrouten etc. Entsenden Sie Piraten, um zusätzliche Waren oder Menschen zu erbeuten. Auch das machen wir eigentlich. Okay. Piratenkönig. Trotzen Sie der kargen Insel und erschaffen Sie ein wohlhabendes und unabhängiges Piratenkönigreich. Ist in Arbeit. Machen Sie guten Gebrauch von Überfällen. Die laufen die ganze Zeit. Besondere Regeln. Sie können bis zu 4 Piratenbuchten bauen. Das haben wir gemacht. Sie sollten wissen, wer ich bin. Ja, ja. Lord Roger. Ich bin die berüchtigte Revolutionärin Sophia Ortega. Hallo, und Frau Ortega. Guten Tag. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich wollte nur noch mal schnell gucken, ob da nicht irgendwas steht, von wegen, wie man hier schneller die Weltkriege erreicht. Weltkriege erreichen. Ja, okay. Läuft. Wir müssen einfach die Forderung der Revolutionären, Blödsinn, der Krone hier, alle erfüllen und dann kommen wir auch weiter. Ich muss aber ganz schnell gucken. Das war Import. Importieren wir denn noch was von denen? Doch. Zucker. Hier. Doch, doch. Ja, ja, das funktioniert. Das müssen wir einfach laufen lassen. So, einmal mehr. Im Prinzip könnte man hier wieder auf vierfache Geschwindigkeit stellen. Das werde ich jetzt aber mal nicht machen, weil die Folge ist rum. Wir lassen das beim schönen normalen Tempo, damit das auch ein bisschen nach was aussieht. Und dann sage ich Tschüss, danke fürs Zusehen und ich hoffe, diese Folge ist jetzt nicht asynchron, sonst werdet ihr sie nämlich gar nie sehen und das wäre irgendwie schade. Mir hat sie nämlich gefallen, also mir hat sie zumindest Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!